Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Sternenschweif HD. Es ist einige Zeit vergangen, hat damit zu tun gehabt, dass ich eine schwere OP hatte und deswegen keine Zeit für meine ganzen Let's Play-Projekte hatte. Also hängen die anderen Projekte auch hinterher, das tut mir ein bisschen leid. Aber es ging halt nicht anders und jetzt sind drei weitere Patches rauszukommen. Ich werde versuchen, schnell aus diesem Menü rauszukommen. Anfangsmenü, der Musikton ist immer noch zu laut, das haben sie leider immer noch nicht gefixt. Ich weiß nicht warum, der wird extrem laut und wir werden uns ein paar Sachen anschauen. Es sind einige Sachen gekommen. Besonders interessiert mich jetzt das Anfangsintro. Da gehen wir mal kurz rein. So, vorher bei Einstellungen schauen. Es soll nämlich jetzt Sound Original geben und Remastered. Der Wechsel soll funktionieren. Wir bleiben auf Original und Sprecherlautstärke. Die stellen wir auf jeden Fall ein. Also noch geht der Ton. Aber ich glaube, das haben sie immer noch nicht gefixt. Wir lassen es mal drauf, es würde mich interessieren, dann versuche ich mal was zu erzählen, weil bei jedem Patch ist es ja so, da sind ja immer um die 100 Änderungen, sage ich jetzt mal grob, drin. Und das habe ich auch bei den vorigen Patches gemacht. Ich habe eigentlich immer nur bestimmte Sachen erzählt, die so sehr interessant waren, extrem neu waren, wenn irgendwas Krasses passiert ist und dergleichen. Aber alles zeigen kann ich euch sowieso nicht. Da müsst ihr in die Patch Notes reinschauen. Die tue ich unten in die Beschreibung mal reinsetzen, weil es waren ja jetzt auch drei. Und wenn dann so Sachen sind, ich glaube, bei einem von den letzten dreien war es gewesen, ein alter Bekannter ist jetzt anzutreffen in Sternenschweif. Ich habe keine Ahnung wo. Wenn ich versuche, den zu suchen, kann es sein, dass ich 20 Stunden in der Welt rumrenne und den immer noch nicht finde. Also solche Sachen, da könnt ihr meinetwegen in die Kommentare machen. Wenn ihr wisst, was es ist, dann könnte ich das vielleicht nachwirkend noch zeigen. Aber da suche ich mir, da habe ich keine Zeit für, das zu suchen. Ja, und es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Nee. Wir machen ein neues Spiel. Ah ja, Spielstand importieren. Das geht auch jetzt, wenn man aber die vorige Version auf dem Rechner drauf hat und Speicherstand. Was jetzt bei mir nicht der Fall ist. Ich habe das hier über Modding gemacht. Also, nein, viel zu laut in meinem Kopf. Oh, übers Headset. Wieso zum Teufel wird das so laut? Oh, ich höre schon. Das ist die alte Musik. Ja, wo war ich stehen geblieben? Richtig, also wenn da so bestimmte Sachen sind, wo ich einfach keine Ahnung habe, wo das im Spiel ist, dann suche ich da nicht ewig nach. Dann würde ich ewig im Spiel suchen. Das werden wir dann, wenn ihr es mit mir zusammen entdecken wollt, irgendwann, ich will mich da nicht festlegen, wann ich Zeit zu finde, ein Let's Play zu finden, also ein richtig komplettes, richtiges Let's Play, wenn die Version raus ist, dann werden wir das so entdecken, wo da neue Sachen sind, die ich nicht jetzt über die Patches entdeckt habe. Also wenn dann die Entwickler hingehen und sagen, da gibt es irgendwas Neues, wie zum Beispiel, es gibt jetzt einen neuen Säbel, so einen Löwensäbel, der ist zu finden im Spiel. Ja, der ist zu finden im Spiel, das Spiel ist riesig. Ich renne jetzt hier keine 100 Stunden im Spiel rum, dann würde ich das jetzt während der Patch-Entwicklung jede Woche komplett durchspielen müssen, um immer wieder zu entdecken, wo irgendwas ist. Das wird nicht passieren. Und dementsprechend könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wo irgendwelche neuen Sachen zu entdecken sind und dergleichen. Die könnte ich dann in die späteren mit reinnehmen, weil ich habe eigentlich überall auf der Weltkarte irgendwelche Punkte, Speicherpunkte, wo ich mich direkt hinseppen kann. Aber sonst zeige ich eigentlich nur so die markanten neuen Sachen. Lovang war neu da oder dergleichen. Da gehen wir rein, weil da schon mal so Fragen kamen. Zeig doch mal das und das und so. Ich zeige halt nicht alles. Würde den Rahmen auch sprengen. Würden wir für jeden Patch ja, 20 Let's Plays Videos brauchen. Das würde nicht klappen. Aber eine wichtige Erneuerung war gewesen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei 0.80 oder 0.81 war. Auf jeden Fall haben sie die Introfrequenz mit dem Azurion neu verbessert. Und jetzt haben sie bei der 8.2er, bei der aktuellen, die gestern, glaube ich, rausgekommen ist. Also wir haben Sonntag. Ich hoffe, dass ich heute Abend das Video hier hochladen kann. Da haben sie jetzt vertont die. Und darum schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal das an. Oder besser gesagt, hören wir uns das an. Schade, das haben sie noch nicht vertont. Seid gegrüßt, edle Abenteurer. Ich bin Azurion Sternlich und danke euch im Namen meines Bruders, des Elfenkönigs Elestir Sternlicht für euer Kommen in diese Angelegenheit. Ah ja.
Nostalgie. Elsurion führt euch zu einem Gasthaus mit dem schönen Namen Liebliche Au. Nachdem er ausreichend Getränke geordert hat, gibt er der Schankmaid einen diskreten Wink, worauf sich diese zurückzieht. Ohne große Umschweife kommt er zum Kern seines Ansinnens. Ich glaube, das haben sie auch nochmal hier schöner gemacht. Ne? Das sieht also viel besser aus. Das finde ich auch wichtig. Also die Welt ist ja schon enorm verbessert worden, verschönert und die patchen ja extrem viel. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Naja, egal. Ich habe Angst, dass das Spiel so früh raus, zu früh rauskommt und dass die Welt, die Zocker, es zerreißen werden. Ich hoffe es nicht. Wir müssen mal schauen, wie das aussieht. Ich hoffe auf noch 2 Jahre Weiterentwicklung. Das wäre geil und dann voll das Megateil. Aber naja, kann ich alles haben. Wie ihr wisst, wurde einst ein Aufstand der Orks niedergeschlagen. Nur durch das Zusammenhalten von Zwergen und Elfen. Oh, der klingt sehr ähnlich wie das Original. Als Zeichen der Freundschaft unter diesen Völkern wurde damals ein magisches Artefakt geschaffen. Der Salamanderstein. Doch die Freundschaft zerbrach. Und der Salamanderstein, er verschwand. Um heute der erneuten Bedrohung durch die Orks widerstehen zu können, muss der Salamanderstein unbedingt in die Hände des Zwergen Ingramosch gelangen. Ja, warum nicht? Das war auch neu mit dem den Salamanderstein, dass man den so drehend gesehen hat und den Zwerg und dem Elfen, die sich gegenseitig anschauen und dass die zerbrochen ist, das sah jetzt nicht so energisch aus. Die haben eher sowas Telepathisches à la Vulkania gemacht, aber okay. Definitiv besser als vorher, sagen wir es mal so. Nachdem Elsurion sein Anliegen vorgetragen hat, begleicht er die Rechnung und verabschiedet sich mit folgenden Hinweisen. Der Zwerg Ingramosch hat sein Volk verlassen und hält sich derzeit in Lowang auf. Der Salamanderstein soll angeblich in einem stillgelegenen Stollen einer Binge sein, nicht allzu weit im Süden. Daraufhin verlässt er die Taverne. Naja, nicht allzu weit im Süden, ganz im Südosten. Kaum hat sich die Tür hinter ihm geschlossen, tritt der Mann an eurem Tisch, dessen Kleidung und Aussehen den wohlhabenden Geschäftsmann verraten. Gestattet, dass ich mich setze. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Es geht um den Salamanderstein. Ja, und du hast 1000 Dukaten. Ihr hattet Kontakt mit einem Elfen, der sich als Botschafter ausgibt? Still, Chojin. Jedes Kind weiß doch, dass es keine Elfenbotschafter gibt. Er hat euch von einer Freundschaft zwischen Elfen und Zwergen erzählt? Das ist doch lächerlich. Feuer und Wasser können auch nicht zusammen existieren. Der Salamanderstein hat ganz andere Fähigkeiten für Eingeweihte und ist viel wert, sehr viel. Ich würde euch 1000 Dukaten dafür geben. Bringt den Stein einfach zu Vindaria Egelbronn nach Lowangen. Das war interessant. Habt ihr das mit den Augen gesehen? Das ist so, als ob er die Augen ganz schnell hoch und runter gemacht hätte. Aber er hat nicht die Augenlider hoch und runter gemacht, sondern die Augen hoch und runter gemacht. Das war irgendwie... Ich glaube, da müssen sie noch fixen. Das sollte wahrscheinlich die Augen... Oder sollte einfach nur Aktivität sein, seine Augen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es sehr komisch aus. Wie so ein Roboter. Drr, 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 drr. Nach den Ausführungen beugt er sich über den Tisch und flüstert, nicht vergessen, bringt den Stein nach Lowang zu Vindaria Egelbronn und das Geld ist euer. Daraufhin verlässt er die Taverne, nicht ohne sich zu vergewissern, dass kein anderer Gast seinen Ausführungen lauschen konnte. Ja, wir wissen ja, dass das ein Halsabschneider ist, aber schön, dass sich da was getan hat, definitiv, aber ich glaube, da müsste noch ein bisschen was verbessert werden. Aber... Ihr könnt ja mal in die Kommentare was dazu schreiben. Die Entwickler schauen sich das bestimmt auch an und lesen das auch am besten. Schreibt das in den Foren rein, was ihr davon haltet. Und die fixen ja sehr schnell Sachen und nehmen das auch an, was man ihnen sagt, was wir gerne für Änderungen hätten.
So, damit haben wir das geschafft hier und können nach Quirasim. Ja, ich bin. Oh Gott. Wie viele Monate war ich jetzt nicht mehr im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Einmal kurz für diesen einen Patch, aber eigentlich habe ich die letzten 2 Monate nicht richtig gespielt. Oh. Wieso habe ich denn hier so eine Einbußung von Frames? Ja, also performancemäßig. Huch! Was war das für ein Zepper? Guck mal, wenn ich hier rüber gucke. Hier springt er auf 60. Und hier geht er runter auf 9. Hier ist er wieder auf 60. Da ist er wieder auf 9 Frames. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass da. Ich habe ja einen recht flotten Rechner, sage ich jetzt mal. Ne? Da wird ja hoffentlich sich noch was tun. Ja, wirklich, jetzt ist er auf 7 runtergesetzt. Naja, gut. Das sind andere Sachen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum das jetzt so ist. Juckt uns auch nicht. Erstmal, innere Sequenz. Was hatte ich noch? Classic Soundtrack. Sollen wir mal gerade. Obwohl, das machen wir am besten gerade bei der Taverne, wo wir waren. Dann mal gerade zurück. Ups. Falsch abgebogen. Da rein wollen wir. So. Hören wir uns doch mal den Musikunterschied an. Ja, Chojin sagt stimmt. Es ist halt kraftvoller, das merkt man. Sich. Ja, High Digital, keine Ahnung. Bei mir schwimmt er immer so ein bisschen Nostalgie bei den alten Sachen mit. Muss man überlegen. Also wäre für die Neuauflage für ein Let's Play, glaube ich, geeignet, den neuen Soundtrack zu nehmen, finde ich. Aber viele würden sagen, nee, so ein Spiel lieber mit dem alten. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Was ihr besser findet, welchen Soundtrack man spielen sollte. Na, jetzt kommt der Übergang. Mach nochmal. Ich glaube, man kann die einzelnen Instrumente besser raushören, ne, die es klingen. Ist auch viel leiser, der andere. Ich meine, kann man ja lauter stellen, aber okay. Ja, also bei dem neuen sind viel mehr Instrumente drin. Dann hätte ich noch eine Frage an euch, wegen der Basilistenbegegnung. Da gab es wohl irgendein Problem. Ich habe keine Ahnung, was da für ein Problem gab. Ich hatte ja die Basilistenbegegnung auch euch gezeigt im Video, aber ich weiß immer noch nicht, wie man ihn besiegen kann. Falls einer von euch das weiß, sagt es mir doch bitte. Und im Fex-Tempel hatte ich, oh Gott, da war ich glaube das letzte Mal im Januar oder so drin, da kam ich nicht durch die letzte Tür, da muss ich 3 Zahlen eingeben und das ist, glaube ich, das Blatt mit den Zahnrätsel, wo die kleinste, die wenigsten enthaltene Zahl die 0 ist natürlich, die ich aber verbinde, mir nicht weitergebracht habe. Das Rätsel habe ich nie gelöst, will da jetzt auch nicht groß rumtüchten. Ich weiß noch nicht, ob da hat sich ja, glaube ich, auch ganz viel getan. Man müsste, glaube ich, sehr wahrscheinlich den ganzen Fex-Tempel nochmal von vorne durchspielen, weil sie wahrscheinlich irgendwo Hinweise neu drin sind jetzt, um das zu vereinfachen. Aber da wäre es nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, ohne dass ich mich ewig rumsuche, weil ich halt ein kleines Zeitproblem habe hier im Real Life. Blutsinn wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Ich würde sagen, das ist das Wichtigste eigentlich momentan, ne? Ja, da bin ich kurz reingegangen, habe gedacht, ich mach mal eins, aber das habe ich nicht, da haben wir das mit den Charakterbildern, glaube ich, das war der kurze Patch gewesen, ne? Ja, so war das, glaube ich. Da hatten wir, kam, glaube ich, irgendein Patch mit Charakterbildern, irgendwas war da gewesen. Dass man die im Kampf und so weiter, die konnte man sich komplett jetzt bekleiden.
habe ich auch noch keine Zeit zu gefunden. Das soll auch richtig geil sein mit unterschiedlichen Farben und so. Wie weiter sind man so? Also ich glaube, das ist schon ziemlich geil, aber habe ich auch noch keine Zeit leider zu gefunden. Wir sollten... Das wird ja wahrscheinlich irgendwann im Dezember gewesen sein, ne? Machen wir besser mal so. Basilisk, okay. Blutzinn. Aber ich habe sehr wahrscheinlich noch einen anderen Blutzinn, oder? Weil wir haben ja zwei Eingänge. Obwohl, was sagt denn die Zeit? Soll ich dann... Ich glaube, ich mache einen separaten Blutzinn, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen einen separaten, den ich euch dann morgen zeige. Ich hoffe, ich schaffe das mit dem Rendern bis Montagabend dann für das zweite Video. Das hier wird bestimmt heute Abend noch hochkommen. Ja, bis demnächst, euer Chojin.